Einen wunderschönen guten Abend und hallo. Nach einer Woche Pause melden wir uns zurück zum Bento Dienstag hier auf die OnlyFans. Der Bento Dienstag, das ist der, immer, das ist meistens der Dienstag, außer es ist mal nicht der Dienstag. Ich wollte gerade fragen. Das ist meistens der Dienstag. Ja. Ja, manchmal ist es kein Dienstag, weil wir am Dienstag keine Zeit haben, dann ist es ein anderer Tag. Aber meistens ist es Dienstag. Und da kocht die Sarah hier auf die OnlyFans, nämlich eine Bento-Box für sich am nächsten Tag in die Arbeit bzw. in die Schule. Und da kocht die Sarah immer was super Leckeres. Und zwar kocht uns die Sarah heute nämlich was? Das perfekte To-Go-Snack. Also Snack, Mahlzeit. Auf jeden Fall ist es good to go. Deswegen wollte ich das machen. Heute mache ich zwei verschiedene Wraps. Einmal Avocado-Chicken. Und einmal Honey Mustard Chicken. Hoffentlich wird es schnell und einfach. Es ist auch perfekt, wenn man halt unterwegs ist oder wenn man keine Zeit hat. Oder so. Na, ist auf jeden Fall schnell, schmerzlos und ich finde die perfekt. Ich habe vorher mein Hähnchenbrust schon gekocht. Das ist plus nur mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Öl und gebraten, bis es durchgekocht ist. Mehr habe ich nicht getan. Aber gleich. Der Plan ist dann, eine von den Brüste rausnehmen und dann mit meiner Honey Mustard Soße anfangen. Genau, für meine Honey Mustard brauche ich einmal Dijon Senf und a Honey und eine kleine Schüssel. Und ich, bevor ich das mache, nehme ich eine von den Hähnchen raus, die Hähnchenstücke. Zum extra sicher sein, dass die komplett durchgekocht sind. Mit meinem Fleischthermometer reinpixeln. Sollte über 65 Grad haben. Die haben auf jeden Fall über das und deswegen sind die fertig und kann man die rausnehmen. Also eine mindestens. Ist egal welche. Ich nehme einfach die eine raus. Stellen wir das Deckel wieder drauf. Genau, dann können wir gleich mit unserer Honigsenf anfangen. So ungefähr 1,5 Esslöffel von der Senf. Das schaut vielleicht nicht so viel, aber das kommt noch mit einer Sahnesoße und das wird eigentlich gekocht zusammen mit den Hühnchen, bis es dick ist, also bis der dickflüssig wird und bis der wirklich halt eine feste Soße wird. So, ein bisschen testen. More honey. So, ein bisschen testen. Mhm. Der ist vielleicht gut. Puh. So, ich habe jetzt ein bisschen zu viel Wasser und ein bisschen zu viel Öl für die zwei Hähnchenbrüste. Deswegen nehme ich eine bisschen raus. Nicht so viel, aber ein bisschen was.
Dann stelle ich meine Schlagsahne rein. Dann mein Honigsenf. Langsam zusammen alles mischen. Hügellöffeln. Jetzt kommt das interessante Teil. Muss man halt aufpassen, dass der nicht überkocht. Aber wir sollten auch schauen, dass das Hähnchen, dass die Senfsoße wirklich gekocht wird und langsam dickflüssig wird. Also das sollte nicht kochen, das Ganze. Aber so blubbern auf jeden Fall. Dann brauchen wir als nächstes unsere Avocado-Mischung. In eine große Schüssel kommt eine Avocado. So, mit einem Löffel. Alles raus. So, wir fangen mit unserer Avocado-Soße wie eine Art Guacamole zu machen. Und wir mischen es einfach dann zum Schluss mit ein bisschen Creme Fraiche. Für einen ganz schönen cremigen Geschmack. Und ich nehme immer Creme Fraiche mit Kräuter, weil Kräuter ist mehr Geschmack. So, Gabel mit ein bisschen Salz und Pfeffer und ein bisschen Zitronensaft. Und dann den Guacamole machen. So, ich mache das einfach nur zusammen, sodass der alle gut ziehen kann. So, Knoblauch und Zwiebeln. Die kommen natürlich auch ins Guacamole rein. Klein und fein geschnitten. Dann das Knoblauch. Und dann noch Creme Fraiche. Nice. Dann einfach alles zusammenmischen. Mhm. Braucht nur ein bisschen scharf. Stell mal halt ein bisschen Sriracha rein. Okay. Oh ja. Der ist vielleicht mal gut. Dann zur Honig-Senf-Soße. Es wird immer mehr und mehr zu einer gute, dicke Konsistenz. Gut, dann in der Zeit kann ich meinen Tomaten und Salat vorbereiten. Der will ich bloß noch in Ringe schneiden, also in Scheiben dann. Warum habe ich da Ringe gesagt? Ich habe keine Ahnung. Genau. Cool. Dann nur noch den Salat. So, ich nehme das außerste Blätter weg. Und dann fange ich die zum Sammeln. So vier insgesamt, hätte ich mal gesagt. Die werde ich einmal waschen. So, ich mag auch gleich die Hitze weg. Hitze raus für die Honey Mustard Chicken. Dann sind wir soweit, um unsere Wraps zu machen. Fangen wir an mit unserer Honey, the Avocado Chicken. Naja, bevor ich halt das mache, ich sollte vielleicht das Hähnchen einmal ein bisschen durchschneiden. Also bloß nur in so Stücke. Genau. Dann eine Wrap nehmen. Das stelle ich einfach aufs Tisch da. Mit ein bisschen Avocado-Creme. Schön verschmieren. Genau. Eine der zwei Blätter von unserem Salat. Das Hähnchen oben drauf. Ein paar Tomaten. Und dann bleibt es nur rollen. Ich bin aber super schlecht mit Rollen. Das macht aber nichts, weil probieren ist alles. Ja, schaut aber nicht schlecht aus. Dann Seitenwrap. A Burrito.
nehme dann eine von unserer Holzbredel. Und nehme ich dann die Honig Chicken raus. Und das einmal durchschneiden. Gut. Oh ja. Dann schauen wir halt, wie dick der Honigsenfsoße jetzt ist. Einfach geil. Yellow Goo, schreibt der Christian. Aber lecker Yellow Goo. Tasty Yellow Goo. Das beste Yellow Goo, was ich jemals im Leben haben wird. Noch mehr Salat. Bisschen zusammen wieder puzzeln. Bisschen mehr Soße oben drauf. Ich glaube, die äußere Stücke sind ein bisschen zu viel. Dann noch ein paar Tomaten. Zusammenholen und oder falten. Okay. Cool. Perfect. Ja. Und ich habe hier meine zwei Boxen. Ein Box pro Burrito, bitte. Keep your hands and feet inside the box at all times during transport. Oh, die passen aber perfekt. Nana. Done. Fertig. Cool. Ja. Schnell und schmerzlos. Das langste Teil, was hat gebraucht, war halt nicht die Händchen zu braten und die Honig-Senf-Soße zu machen. Ja, nice. Dann mache ich wieder den Schluss. Vielen Dank, wenn ihr uns bis dahin zugeschaut habt. Das freut uns immer, wenn Leute zuschauen, weil wenn uns keine Leute zuschauen, dann könnten wir es uns ersparen. Sollte euch das Video oder der Stream gefallen haben oder beides, dann gebt es ihm doch ein Like und kommentiert. Das hilft uns immer weiter. Und wenn ihr jetzt den Stream angeschaut habt, dann schaut es doch einfach am Sonntag an und beim Video vorbei und gebt es dem auch noch ein Like, dass das noch mehr Leute sehen. Das wäre super.